Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Shoot Charles. Ein Horrorspiel, bei dem wir eine, ja, Spinnenlokomotive fangen müssen. Das Spiel habe ich schon länger unter Beobachtung und freue mich, dass ich jetzt endlich spielen kann. Es ist jetzt leider wieder ein paar Tage nach dem Release, aber hatte ich den Key schon sehr, sehr früh. Vielen Dank dafür an den Entwickler, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat. Leider komme ich jetzt erst dazu aufzunehmen und ich glaube, mittlerweile gibt es auch einige Videos schon zu dem Spiel. Von daher ist es vielleicht für euch nichts Neues. Wie lange es geht? Ich glaube, es geht nicht so lange. Wir werden es aber als Einteiler machen. Wir sagen mal, neues Spiel. Ich habe schon einmal kurz reingeguckt, ob die Settings passen. Und ja, wir wollen. Also wir sind auf einer Insel, haben selber eine Lokomotive, können mit der über die Insel fahren und müssen eine Spinnenlokomotive fahren. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Das ist Charles. Wir haben übrigens schon mal ein Spiel von dem Entwickler gespielt, ein kleines Indie-Horror-Game, das hieß No Snake Hotel, falls ihr euch erinnern könnt. Welt wird geladen, das Spiel speichert automatisch. Spiele jetzt mal dort weiter, wo du aufgehört hast. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Okay. Also, wir kommen auf der Insel. Eigentlich eine Insel, wo Minenarbeiter leben. Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, leuchten, wenn du deine Maus darüber bewegst. Drücke zum Ausführen einer Aktion linke Maustaste. Wahrscheinlich die Tür, ne? Oder was? Oder wie? Kann ich hier was nehmen? Muss ich hier runter? Er? There's a train shed at the top of the hill. Okay. One of the train operators was killed early on by the beast. So his old engine should be in there. Schade, dass es keine Gesichtsanimation gibt. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Aber wie gesagt, das Spiel wurde von einem einzigen Entwickler entwickelt. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Okay. Also, wir müssen uns einen alten Zug besorgen, der uns bei der Jagd von Charles helfen soll. Der ehemalige Besitzer des Zuges wurde selber von Charles erwischt. Also mal sehen. Aber er sagte auch, es gibt noch mehr Gefahren auf dieser Insel. Mal gucken. Ich glaube, das Spiel nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Es kann, glaube ich, gruselig sein und anspruchsvoll, aber ich glaube, es wird auch lustig. Mal gucken. So. Ah, er leuchtet, siehst du? Ah, shucks, it's locked. Verschlossen. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Okay. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Irgendwo da oben sollte eine Hütte sein. Ich sehe sie schon. Wow. Okay. Babsys Babys erste Mission. Erforderlich. Suche in der nahegelegenen Hütte nach dem Schlüssel für den Bahnhof. Das ist ja cool. Karte in Echtzeit. Unbekannter NSC. Optionale Mission. Erforderliche Waffenmission. Also das ist die Insel. Ihr seht schon. Ruckelt ein bisschen, aber im Prinzip haben wir hier ein Schienennetz und ein bisschen was zu tun. Ob wir alles machen? Keine Ahnung, wir gucken mal.
gehen wir erstmal in die Hütte rein. Gucken, ob wir da einen Schlüssel finden. Ah ja, das sieht nach einem Schlüssel aus. Meine gesammelten Gegenstände zeigen, drücke I. Bahnhofsschlüssel. Ein kleiner goldener Schlüssel, mit dem der verlassene Bahnhof geöffnet werden kann. Sonst noch was, was wir hier mitnehmen können? Scheinbar nicht. Okay. Ui. Good on you! Looks like you found it! Open up that door and lead the way! Okay. Karte aktualisiert und Schlüssel weg. Unsere kleine gelbe Lokomotive. Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside, see what we got to work with? Okay. Charles. Mining Company Charles. Ach so, die heißt auch so. Ah, eine Waffe. Sehr schön. Wie kommen wir denn da rein hier? Dein legendärer Zug. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Eine Waffe und ein Schild gegen deine Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief läuft. Interagiere mit Gegenständen in der Kabine, um mehr über deren Verwendung herauszufinden. Okay, roter Schalter, grüner Schalter, gelber Schalter. Dann haben wir hier gelbe Farbe. Oh, ein Bauplan. Zuggesundheit 100%, 0 Schrott. Tempo Level 1, erhöht die maximale Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit. Level 2 bis 3 Schrottschaden, erhöht den Schaden aller Waffen. Panzerung Level 1, verringert jeglichen Schaden, den dein Zug erleidet. Repariere und rüste deinen Zug mit Schrott auf. Durchsuche das Gelände nach Schrott und erfülle Missionen. Klicke auf Upgrades, um sie zu kaufen. Tipp überspringen, Tab oder X. Ah, okay. Also hier können wir unseren Zug upgraden. Und hier können wir ballern. Geschützplattform. Ziel auf deinen Gegner. Schieße mit dem Aktionsbefehl. Waffen werden durch Überanspruchung kurzzeitig blockiert. Alle Waffen haben unendlich Munition. Neue Waffen können in der Mission freigeschaltet werden. Oh. Sehr cool. Er zieht leicht nach oben, habe ich das Gefühl. Okay, alles klar. So, kommen wir da wieder raus. Oh, da bist du ja. The exterior is a little rough, but everything looks to be intact. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Bestimmt. Are you ready to take this thing for a spin? Ja. Okay, mit dem mittleren Hebel fährt der Zug vorwärts, mit dem linken Hebel fährt der Zug rückwärts, im Tutorial deaktiviert. Der rechte Hebel hält den Zug an. Wenn er den Zug während der Fahrt verlässt, hält er automatisch an. Ah, wir müssen. Do you hear that? It's him! It's Hold him! On. Gib Gas! Ah, wir haben Charles zumindest ein bisschen verletzt. Sieht so aus, als stehen wir jetzt ganz alleine hier. Okay, vorwärts, rückwärts. Das Tutorial haben wir abgeschlossen. Okay, wir können hier weiter. Hier gibt es anscheinend zwei Missionen. Wir können aber auch erstmal raus. Und gucken, ob es hier Schrott gibt oder so. Der liegt ja noch. Warte, können wir mit ihm reden? This isn't how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Yes, sir. Easy in, easy out. You don't need to do more than I thought, but I don't
have time to explain. Find the eggs. Find my son. Oh, RIP, Auftraggeber. Also wir sollen Eier und seinen Sohn finden. Hat sein Sohn keine Eier oder was? Okay. Ich weiß nicht, wann Charles immer kommt und wo wir hier zum Beispiel noch Schrott finden können oder ob wir einfach hier durch die Gegend fahren müssen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal bis zum nächsten Haltepunkt. Ich muss das mit dem Rückwärts nochmal gucken. Rückwärts fahren. Aha, rückwärts, vorwärts, stopp. Und dann können wir vorwärts fahren. Ah ja. Ich halte mal aus, schau, ob es hier irgendwas gibt. Oder ob wir einfach bis zum nächsten Punkt fortfahren sollen. Aber es ist hier bestimmt auch was versteckt auf der Insel. Oh, da ist zum Beispiel was hier. Guck mal hier. Können wir irgendwas zerstören? Hier gibt es ein Camp. Ja, es ist sogar eingezeichnet. Oh, sieh mal einer an. Guck mal. Das ist ja richtig cool. Da können wir so ein bisschen die Umgebung, nicht ganz, aber so ein bisschen können wir die Umgebung erkunden und können gucken, ob was in der Nähe ist, aber es sieht nicht so aus. Also wir müssen zuerst zu diesem, hier ist noch eine Brücke, kurz hinter der Brücke gibt es dann, wie heißt das, eine Abzweigung. Fahren wir mal weiter. Was? Okay. Hier ist die Brücke. Ah, wir fahren links. Okay, ich stoppe mal. So könnten wir auch rechts fahren. Okay. Nochmal auf die Karte gucken. Wenn wir links fahren, ist hier irgendwie zumindest da so eine Art Gebäude, so eine Hütte. Und hier ist eine unbekannte optionale Mission. Und da haben wir eine erforderliche Mission. Waffenmission. Boah. Hier ist der Sumpf. Da gibt es auch eine Insel auf dem Sumpf. Also können wir da hinzoomen. Irgendwas gibt es da. Oh, okay, das ist toll. Also die Frage ist, wo gehen wir zuerst hin? Nehmen wir den rechten Weg und machen mal hier die erforderliche Mission. Ich würde mal sagen, wir gehen mal dahin. Zum NPC. Okay, das heißt, hier wo wir sind, sind wir gut. Ja, so groß ist die Insel, glaube ich, gar nicht. Auf der Karte sieht sie größer aus. Die Frage ist, wenn wir jetzt rausgehen, fährt der Zug dann trotzdem weiter? Er fährt tatsächlich trotzdem weiter. Okay, hier ist eine Hütte. Hier sind mehrere kleine Hütten. Ah, gehen wir da mal raus. Hey, Buddy. You must be the archivist that Eugene told us about. We're happy that you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. You know, that old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. Die werde ich wohl brauchen. There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Here's the key to the barn. It's just up a path, but I'll mark it on your map anyway. Oh, danke schön. Blum. Aha. Die Karte ist ein bisschen verwirrend, aber hier ist die Scheune. Plündere die Scheune. So, wir können hier aber auch noch lang, obwohl das, glaube ich, besser ist, wenn wir... Warte mal, hier rechts ist noch eine kleine Scheune. Ich guck mal, ob wir hier reinkommen. Wie, da ist zu. Können wir in deiner Hütte nichts machen? Ah, hier. Das sind doch Schrottteile, oder nicht?
Hier ist noch eine kleine Hütte. Nichts, was wir nehmen können. Okay. Vielleicht sollen wir erstmal langsam darauf vorbereitet werden. Oh, die Wolken. Wunderschön. Schlüssel benutzt. Okay, Schrottteile. Sehr schön, sehr schön. Wie viele Schrottteile gibt es hier wohl? 4 von 9. Ah, da oben steht's ja. Okay. 5 von 9. Dann sind oben noch 4, wenn wir Glück haben. Was ist das für eine Musik? Obwohl Eugene versprochen hatte, Hilfe zu schicken, sobald er das Festland erreicht, habe ich gerade festgestellt, dass er nie erwähnt hat, ob er zurückkommen würde. Ich nehme an, er ist der Typ Mensch, der nicht jedes Detail seines Plans verrät. Jeder auf der Insel versucht, einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden. Und ich kann nur hoffen, dass dieser befreundete Archivar eine Idee hat. Mir ist egal, was sie in der Vergangenheit getrieben haben und welche Praktiken sie anwenden, solange sie Charles den Chaos machen. Die meisten Leute hier unterstützen diese Idee. Doch einige Verrückte wollen, dass wir ihn in Ruhe lassen. Dieser verdammte Warren hat mir nicht mehr alle Latten am Zaun. Zurück, Escape oder B. Okay. Ein Teil fehlt mir noch. Wo habe ich das denn? Habe ich das denn übersehen? Habe ich das wirklich übersehen? Okay. Jetzt kannst du deine Ressourcen zum Zug zurückkehren und einige Upgrades vornehmen. Interagiere mit der Blaupause in der Kabine, um das Upgrade-Menü zu öffnen. Sicher das. Okay, das können wir wegmachen. Kann ich nochmal mit ihm reden? Ah, kann ich nicht. Okay. Okay, was upgraden wir denn? Zuggeschwindigkeit, Tempo, Level 1, Schaden. Er hört den Schaden in der Waffe 2 bis 3 Schrott. Wir haben 9. Schaden. Jetzt haben wir noch 3 bis 5 Schrott. Oder Panzerung. Ich gehe erstmal auf Schaden und Panzerung. Vielleicht mehr Schaden, mehr Panzerung. 3 Schrott. Ach, ich brauche 5 Schrott dafür, ne? Okay, dann behalte ich den Schrott erstmal. Und dann würde ich sagen, fahren wir zum nächsten NPC. Einfach hier weiter. Wollen wir erstmal so die Runde machen? Und gucken, wo wir überhaupt hinkommen. Ja, ist, glaube ich, ein guter Plan, oder? Dann vorwärts. Ciao. Keine Ahnung, wann Charles kommt hier. Oh, oh, stopp. Da ist was. Ach, Schrott. Schrottkisten, alles klar. Da müssen wir drauf achten. Ich guck mich mal noch ein bisschen hier um. Was hier so ist. Ich meine, die Insel ist so groß, hier könnte alles überall irgendwo rumliegen. Ich bleib erstmal auf dem Weg, glaube ich. So, warte mal, dann können wir jetzt doch noch was... Waffen. 4 bis 7, jetzt haben wir noch 3, okay. Sind wir mit den Waffen gut dran. Mal gucken, was man doch so hier findet. Okay, hier ist der nächste. Stopp, stopp, stopp. Was war da? Ein Weg hoch. Ich glaube, es könnte sein, wenn wir mal gucken, da kommen wir zum nächsten NPC. Dann machen wir mal die Mission. Machen wir es mal Stück für Stück. Wie gesagt, also ich glaube, allzu lang geht das Spiel eh nicht. Da liegt noch Schrott rum. Da geht auch noch ein Weg. Oh, da sitzt er ja. Ja, mal gucken. Sie sitzt da.
Ah, wir können auch rein. Oh. Ist das Teppich? Ich setze. Okay. Ich liebe Gurken. Gurken sind Liebe. Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken. Sie verleihen mir Glücksgefühle. Gurken. Muss ich hier Gurken bringen? Da ist zu verdammte Scheiße. Ja, mal gucken, was sie mir sagt. Hi. I need my pickles! Pickles! I ate the last jar of pickles I had in my house. And there's only one jar of pickles left on the island. My secret jar of pickles. Locked away inside my pickle cave. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave. Someone else on the island might have some lock pickles. I mean, lock picks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. Okay. Wir müssen den Gurkenschlüssel, die verrückte Gurkenlady. Wir müssen den Gurkenschlüssel finden zu ihrer geheimen Gurkenhöhle. Dann gibt sie uns all ihren Schrott, den sie noch hat. Tja, wo könnte der sein? Wir können mal da oben gucken, wenn wir diesen Weg weitergehen. Kommen wir wahrscheinlich zur geheimen Gurkenhöhle, oder? Lohnt sich also doch mal ein bisschen abseits der Wege zu gucken. Zumindest ein bisschen. Oh, Gefahr. Explosionsgefahr. Aber wo könnte der geheime Gurkenschlüssel sein? Da geht's so. Ich guck mal auf der Karte. Oh, okay. Neu. Die Gurkenmission. Hol die Gurken aus der Gurkenhöhle. Oh, da unten ist auch noch Schrott. Kommen wir irgendwie hin? Auf jeden Fall. Oder noch was? Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Schrott. Ja, ist nur Explosionszeug. Weiß nicht. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ich fühle mich verfolgt. Ich hoffe, Charles kommt nicht. Ah, was sind wir da? Ein Farbeimer. Lila Farbdose zu einem Zug hinzugefügt. Verwenden Sie, um Zug eine Farbe zu ändern. Ja. Zug um Zug eine neue Farbe. Okay, das scheint die Gurkenhöhle zu sein. Und dafür brauchen wir sicherlich den Schlüssel. Gurke. Also zumindest haben wir die Kiste gefunden. Die Gurkenhöhlenkiste. Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel. Warte mal, sind wir denn hier an dem... Ja, das ist der Punkt, ne? Wir könnten natürlich hier weiter... Irgendwas war da oben auch noch. Oder kommt man da eher zum... Ja, ich weiß nicht, wo man da hinkommt. Da oben vielleicht? Da konnte man auch noch hin. Hier über den oberen Weg.
warte mal. Doch hier über diesen. Hier hoch. Ne, jetzt kommen wir wieder hier raus. Wo könnte denn der Gurkenschlüssel sein? Ist da hinten? Gibt es denn irgendeinen Hinweis, wo der Gurkenschlüssel sein könnte? Ich glaube, ich fahre erstmal weiter. Da gehen wir unten den Weg lang. Was, Charles? Ich sollte vielleicht schnell zu meiner Lokomotive zurück. Oh, da bin ich auch ordentlich vom Weg abgekommen. Vielleicht hat sie irgendwo außerhalb der Hütte ihren Gurkenschlüssel verloren. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht sollten wir hier die Hütte nochmal absuchen. Vielleicht unterhalb. Können wir uns irgendwie ducken? Nee, können wir nicht. Kommen wir nicht drunter. Oder Lockpicks besorgen. Finden. Lockpickles. Okay, fahren wir erstmal weiter. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, den Schlüssel können wir nicht finden. Wahrscheinlich brauchen wir Lockpicks. Und dann ihr die Gurken geben. Aber wir können den Zug jetzt anders anmalen. Lila ist doch schön. Lila ist doch schön. Wunderbar. Okay. Zug Gesundheit. Ah, wir müssen reparieren. Zack. So, jetzt haben wir noch 15 Schrott. Tempo Level 1. Maximale Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit. Panzerung. Zack. Okay. Und Schaden 3. Ich mache erstmal so. Und wo fahren wir jetzt hin? Hier unten sind natürlich auch noch zwei optionale Missionen. Eine Waffenmission und eine Zielmunition. Wir können aber erstmal eine Runde drehen. Da vorne ist auch noch eine und hier ist noch eine optionale. Vielleicht drehen wir erstmal die kleine Runde und machen dann unten. Ja. Das klingt... Oh. Das klingt doch gut. Ich habe keine Ahnung, wo Charles sich so rumtreibt hier. Okay, da ist die zweite Strecke. Wir kommen von hier. Und da hinten... gibt es die Gleise. Wir fahren links rum. Ich glaube, da will ich auch hin, oder? Ich glaube, ich wollte auch nach links. Ich guck mal eben. Ja, ich wollte nach links. Und dann müssen wir dahin. Mal die Augen aufhalten. Vielleicht gibt es hier im Wald irgendwas Interessantes. Oh, was ist denn hier? Ich hoffe, so locke ich ihn nicht an. Da ist die Hütte. Ah, perfekt hier drunter, du. Perfekt. Okay, wo sind wir jetzt? Hier gibt es auf jeden Fall eine optionale Mission. Da gibt es eine Hütte. Hier gibt es eine Hütte. Und hier gehen auch noch Gleisen her. Die sind aber nicht aufgezeichnet. Können wir da denn herfahren? Da ist so ein gelber Turm.
Okay, mal gucken, ob wir hier einen finden. Erstmal gucken, was hier so rumliegt. Schrott auf jeden Fall. Oh, das sieht ja übel aus hier. Was ist hier passiert? Können wir hier irgendwie rein? Rein. Hier kommen wir rein. Schlafzug. Da hinten war noch eine Hütte. Da gucken wir auch mal. Da ist doch bestimmt. Ja, ich sehe es schon. Schrott. Alles klar. Der Schrottgott. Oh Mann. Das ist ja, da kommen Days Gone-Feelings hoch hier. Okay, irgendwo muss man doch hier hochkommen. In den oberen Bereich, oder? Da. Weil da müsste ja einer sein irgendwo. Hallo? Aha, lesen wir erstmal, was hier steht. Vor dem Einsturz habe ich mit meiner schönen alten Grubenbahn einen Ersatztriebwagen in die Schlucht geschoben. Ich dachte, ein Triebwagen wäre der optimale Ort, um wertvolle Habseligkeiten zu verstecken. Vor allem auf einer länglichen und unvollständigen Strecke. Ich wollte vor ungefähr einer Woche etwas aus meinem Triebwagen in der Schlucht holen, doch einige von Warrens Männern haben dort ein Lager oder eine Art Stützpunkt errichtet. Ich weiß nicht, wie ich am besten an meine Kiste komme und ich weiß auch nicht, wie lange ich ohne sie überlebe. Hi, Wolverine. Ich guck erstmal, was es sonst hier gibt und dann reden wir. Auf jeden Fall schlafen kann man hier. Sind wir hier wohl sicher vor Choo-Choo Charles? Da hinten! Da hinten ist er! Da hinten krabbelt er rum! Okay, wir müssen aufpassen. Aber hier sollten wir sicher sein. Da müssen wir noch gucken. Dass wir nicht orten können auf der Insel. Er rennt auf jeden Fall die ganze Zeit hier rum. Charles ist auch wieder bei bester Gesundheit. Nochmal hier in dieser Hütte. Ist da noch was? Das ist aber nicht so gut. Jetzt wär ich mal nicht so gierig gewesen, du. Oh ja. Funktioniert gut. Kommt der hier hoch? Ich weiß es nicht. Junge, ich wollte eigentlich mit dir reden. Der haut nicht ab. Aber wie heile ich mich denn? Ah, ich heile automatisch. Okay. Ich würde sagen, dann hauen wir gleich einfach ab. Hier sind wir einigermaßen sicher. Wenn er hier nicht durch die Wand glitscht. Let's go.
fest, oder? Er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Dann können wir jetzt mit dir reden hier. Welcome to Aranirum, Archivist Museum Person. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. Okay. Look. Können wir denn hier irgendwie die Gleisen umstellen, dass wir mit dem Zug dahin? Weil sonst können wir die ja gar nicht wegballern. Dann müssten wir, warte mal, hier links. Wir müssten hier links fahren, aber das geht gar nicht. Geht gar nicht. Oder? Keine Möglichkeit da lang. Kann ich keine Gleisen umstellen. Können nur geradeaus fahren. Und rückwärts fahren wir direkt wieder da rein. Tja, da können wir nur zu Fuß, ne? Oder gibt es eine Handfeuerwaffe? Aber ich glaube auch nicht. Zumindest haben wir noch keine. Vielleicht brauchen wir dafür erst ein Waffen-Upgrade. Ja, zumindest den Schrott auf dem Weg können wir schon mal nehmen. Vielleicht können wir aber auch von der anderen Seite reinfahren. Da gibt es einen Turm. Ah, da geht tatsächlich einer lang, du. Und hier endet's. Da ist aber auch nochmal Schrott. Okay, versuchen wir mal vorsichtig zu sein. Oh, vielleicht gibt es aber in diesem Turm eine Waffe. Nur Schrott. Oh, nö. Ja. Au. Wo ist er? Ja, vielleicht ein bisschen blöd rückwärts. Wo ist er? Das ist doch Kacke. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen, wir müssen ihn rauslocken und dann abknallen. Das wäre jetzt ein Möglichkeit. Place, my friend. Hey, get out of here. Wo ist er? Ist doch kirre. Habe ich ihn erledigt? Ich glaube schon.
Wo liegt er? Muss irgendwo hier sein. Ich sehe ihn nicht. Ich dachte, wir könnten seine Waffe kriegen. Ja, egal, mit etwas Glück müssten wir jetzt frei sein. Ja. Okay. Ach ja, ich heile ja automatisch. Hoffentlich war es nur einer, der es hier überwacht. Warum ist Chuchu-Charles jetzt so geschwächt? Aber der heilt bestimmt auch wieder. Hoffen wir einfach mal, dass hier nicht noch mehr rumrennen, ne? Ja, man hätte natürlich auch hier reingekonnt, vielleicht. Die kleine blaue Kiste, sehr gut, die haben wir schon mal. Böse. Kann man da wohl auch drüber fahren? Scheinbar nicht offiziell, ist einfach nur so eine Brücke. Kann man so außen rum. Da liegt aber auch noch Schrott. Sollen wir vielleicht tun, um irgendwie hierhin zu gelangen. Zumindest gibt es da Schrott. Für Schrott durch alles. Hier hoch. Oh, ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder Charles. Wo? Er ist in der Nähe. Wir sollten zum Zug zurück. Hier ist es nicht sicher. Wir haben keine Chance, wenn wir ohne Zug unterwegs sind. Er ist irgendwo rechts. I needed. Canyon Caper. Now take these scraps and skedaddle. Skedaddle. Okay. Das haben wir erledigt. Das heißt, wir können jetzt hier. Oh, guck mal, da oben gibt es noch was. Was ist denn da? Da ist noch richtig was zu durchsuchen. Da müssen wir gleich hier halten. Können wir irgendwie auch eine Markierung setzen? Wegpunkt setzen. Alles klar. Zurück. Rauszoomen, reinzoomen, schwenken mit gedrückter linker Maustaste. Ach so, okay. Alles klar, da müssen wir hin. Oh, es gibt Fallschaden. Alles klar, gut zu wissen. Alles klar, okay. Gucken wir mal. 61 Schrott, würde ich mal sagen. Erhöhen wir erstmal die Geschwindigkeit. Die Zuggesundheit müssen wir wieder verbessern. Ach, das ist mein Zug, das ist nicht Charles. Ein Schrott, okay. Und dann... Oh oh.
ich muss den Zug reparieren. Wie können wir den loswerden? Holy shit. Wo sind wir denn jetzt? Müssen wir eben gucken. Auf jeden Fall nicht da, wo ich hin wollte. Ich glaube, wir kommen wieder an diesem Lager vorbei hier. Inklusive Hütte. Fahre ich einfach zurück? Okay, wir sollten also immer ein bisschen Schrott aufbewahren, um unseren Zug wieder reparieren zu können. Falsch! Obwohl, da können wir auch rein. Ja, scheinbar auch irgendwas. Ein riesiges Anwesen. Mit vielen kleinen Hütten. Kann man hier Schrott finden? Oh oh! Die rennen hier rum, ich brauche erst eine Waffe. Es gibt bestimmt eine Handfeuerwaffe. Okay, dann ist das auf jeden Fall schon mal scheiße. Dann sollten wir vielleicht erstmal so eine Waffenmission machen. Das heißt, wir müssen hier vielleicht gleich mal... Genau, wir fahren jetzt hier hin. Den können wir erstmal wegmachen. Wie klären wir den denn? Können wir gar nicht klären. So, hier haben wir unseren Zug hergeholt. Da können wir wahrscheinlich einfach durchfahren. Stopp. Vielleicht gibt es hier ja noch... Das ist so eine Art Bahnhof. Vielleicht gibt es hier ja noch was zu holen. Noch gar nicht geguckt, ne? Ob es hier Schrott gibt. Vielleicht da oben. Sieht aber nicht so aus. Schade, schade, schade. Okay. Okay, was war da noch irgendwie was? Hier oben auf dem Berg? Da müssen wir auf jeden Fall hin. 400 Meter. Ah, stopp! War da gerade auch die Kiste? Ich bin mir sicher, die Kiste war hier gerade noch nicht. Bin ich blöd? Vielleicht respawnen oder spawnen diese Kisten immer so nach einer Zeit.
Zug Gesundheit. So, 30 Schrott haben wir noch. Vielleicht sollten wir unsere Panzerung noch mal ein bisschen erhöhen. Okay, jetzt haben wir keinen Schrott mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wir fahren jetzt erstmal zur Weiche. Komm, ein bisschen können wir noch. Ja, jetzt gehen wir zurück. Okay, wir fahren zurück. Damit wir diese Waffenmission machen können. Weil ich glaube, es ist besser, wenn wir Waffen haben. So, hier will ich hin. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Der geht weg, wenn wir da sind. Howdy! Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose there's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Okay, nur eine kleine Nebenmission, wie es scheint. Hoffen wir nicht, dass es eine Falle ist. Nur auf dem Balkon oder gibt es hier außen auch noch was? Können wir einfach mal hier, ne? Looky looky machen. Oh, hier hinten ist aber auch noch eine optionale Mission. Können wir direkt mitmachen gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Einmal rum und dann rein. Ah, da kommt man noch hoch. Guck mal. Oh, da ist eine Menge drin. Was? Fats, Scrap? Okay, haben wir erledigt. Wir haben wirklich geduldig gewartet. Aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene. Wir zählen auf dich. Okay. Ja, das war nur eine kleine Mission, ne? Oh nein, nein! Fallschaden! Nicht machen! Können wir hier auch noch rein? Da ist einfach zu. Okay, können wir dann nochmal... Naja, das X geht doch nicht weg. Okay, wir haben einfach die Mission erledigt. Dann gucken wir jetzt bei dem vorbei. Da ist auch noch eine Hütte. Haben wir das schon? Ja, da waren wir schon. Das war eine Mission. Hier ist eine Mission. Kleine Mission und hier ist eine erforderliche Mission. Okay. Aber wir gehen erstmal da zu diesem Sumpf oder was das ist. Da geht auch noch ein Weg lang. Irgendwie. Oh. Hi. Well, hello, darling. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scrap. Ein Kadaver. Although, you'll need to be wary of Barry. Wary of Barry? The swamp monster. Keep an eye out for him splashing around, and don't move if he gets close to you.
long as you stand still. He's as kind as a kitten. Okay. Also wir müssen auf Barry aufpassen. Aber wenn wir uns nicht bewegen, dann ist alles in Ordnung. Dann jagt Barry nicht uns nicht. Lecker Schmecker Eintopfrezept. Sumpfwasser, Salz, Klee, Erde, Salz, Fleisch, egal welches, einschließlich Menschenfleisch. Haha, Salz. Salz. Okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Und wo ist Barry? Kann man Barry sehen? Ich weiß nicht, wo Barry ist. Oder was Barry ist. Auf jeden Fall ein Sumpfmonster. Entgleist. Minus 3 Schock. Okay. Okay. Welt wird geladen. Da ist das aber okay. Ist aber ganz schön schwierig, ne? Wie können wir denn Barry erkennen? Ganz schön weiter Weg bis zum Sumpfmonster. Und minus 3 Schrott, das ist natürlich nicht so gut. Wie viel Schrott habe ich denn? Das steht hier gar nicht, ne? Ach, da ist Barry. Jetzt sehe ich auch, wo Barry ist. Kommt Barry direkt auf uns zu? Okay, dann geht er wieder, wenn wir uns nicht bewegen. Wir sollten vielleicht warten, bis Barry ganz weit weg ist. Das kann ja sonst ewig dauern. Hier ist Barry. Oh, das ist... Wir müssen mal gucken, ob Barry sich auch, wenn wir... Da ist Barry. Wäre schön, wenn er schön weit weggeht, aber ich glaube, es ist das... Das ist das Problem. Ich kann nicht wirklich einschätzen, wie weit er weg ist. Barry ist aber ziemlich nah dran, wa? Jetzt schwimm doch mal weg, Barry. Gleich geschafft. Okay. Ah! Ein Kadaver. Alles klar. Tolle kleine Insel. Vielleicht ist es kürzer, wenn wir... Hält sich Barry nur hier auf?
in diesem Bereich. Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist er. Barry ist heute aber sehr anhänglich, ja? Ein bisschen nervig, weil der Kamerad nicht so schnell weggeht hier. Ich muss noch da... Schwimmt die ganze Zeit um mich rum. Der lässt einfach nicht von mir ab. Okay, Barry ist weg. Juhu! What a delicacy you found. Swamp swimmer. Here are those scraps I offered. Have a safe night, little one. Safe night, alles klar. Oh, hier ist noch ein Weg, den man gehen kann. Was ist das für ein Weg? Ein kleiner Sumpfweg, hier so lang. Ah, da kommt man quasi hier hin. Da. Aber ich will erstmal zurück zu meinem Zug am liebsten. Vielleicht markiere ich mir den eben, dann geht es ein bisschen schneller. Dann weiß ich, in welche Richtung ich rennen muss. Okay, da sind wir wieder. Hurra, so. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder an genau dieser Stelle. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Für euch sind nur ein paar Sekunden vergangen und für mich mittlerweile 10 Tage des Aufnehmens, weil ich immer noch so viel zu tun hatte. Aber jetzt geht's hoffentlich weiter und ich kann wieder ein bisschen öfter aufnehmen. Unsere nächste Station auf der Reise, wir waren jetzt schon, wir waren hier, haben die Nebenquest gemacht. Hier haben wir auf jeden Fall... eine optionale Mission und hier haben wir eine erforderliche Mission und eine Waffenmission. Und ansonsten haben wir hier noch die Mission der Gurkenlady noch nicht abgeschlossen. Und ansonsten haben wir noch sehr viel zu tun. Okay, ich würde sagen, wir fahren einfach mal vorwärts. Eins, zwei, gut, Maus komisch. Wir fahren einfach mal ein Stückchen vorwärts und gucken uns mal an, wohin uns dieser Zug fahren wird. Und hoffen, dass Charles nicht kommen wird. Ich weiß gar nicht, wie es mit meinem Schrott aussieht. Und ich habe immer noch nicht gefunden, wie man so ein X auf der Karte entfernt. Oh, warte mal, was ist da denn? Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Zugfriedhof. Oh nein. Da hinten ist der. Ich hoffe, er bleibt weg. Bisschen doof, dass der nicht auf der Karte zu sehen ist.
Das ist eindeutig ein Zugfriedhof, aber hier gibt's Loot. Oh, eine Kiste. Für die ich etwas brauche. Aber hier gab es auch irgendwo eine optionale Quest. Ich markiere mir das mal auf der Karte. Ja, es ist ja, ja, es ist halt da. Da hinten. Ah. Da ist noch mehr Schrott. Look, Ken. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Yeah. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lockpicks, but I don't know how to use them. Oh, lockpicks. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect, and I might just give you some scraps to help improve your train. Sehr schön. Wie viele haben wir denn davon? Hier gibt es sicherlich noch mehr Schrott. Guck mal, hier liegt alles voll. Auf der anderen Seite glaube ich auch noch. Oh, okay. Ach komm! Na also. Oha, wichtiger Gegenstand. Kann ich jetzt generell die Dinger aufschließen oder was? Well, fancy fingers here got the chest unlocked. Lockpick a clock. That's an odd looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. But you earned my respect. So here's some scraps. Like a... Okay, optionale Quest erledigt. Ich guck mal, ich renne noch mal einmal hier über den Schrottplatz, ob hier noch mehr Schrott rumliegt. Vielleicht können wir jetzt die Kiste der Gurkenlady öffnen. Vielleicht haben wir jetzt generell Lockpicks freigeschaltet. Oh nein, er kommt. Oh shit. Wir sollten zum Zug zurück. Ich will ehrlich gesagt noch weiter und auf jeden Fall die Waffenmission machen. Oh, warte mal, da war noch mehr. Da ist noch was. Was ist da? Was ist da im Wald? Ich muss die Kiste öffnen. Jetzt aber nichts wie weiter hier. Ich will diese Mission. Die Story-Mission. Ist ja gar nicht so weit weg. The Monster Hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner warned Charles III has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Okay, drei Eier finden. Oh, da ist er. Fuck, fuck, fuck. Oh! Muss in meinen Zug und Gas geben. Ah!
mein Zug reparieren. Erstmal Pause machen. Wo sind wir jetzt hingereist, ey? Neu, da ist die Mine. Da gibt's noch eine Waffenmission. Soll ich jetzt wirklich zurückfahren? Ich glaube schon. In der Zeit können wir mal ein bisschen aufgerüsten. Tempo. Schaden. Das sollte erstmal reichen. Ich markiere mir mal diese Mine hier, dass wir da später hinkommen. Obwohl, nee, ich markiere mir das hier als erstes. Wir fahren jetzt einfach mal rückwärts. 200 Meter. Guck mal, da ist noch eine Schrottkiste. Die brauchen wir auf jeden Fall. Nein, stopp. Mann. Da oben wahrscheinlich, ne? Da auf dem Hügel. Oha. War es jetzt gut oder schlecht? Tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Yo! Bug spray. Here, take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere near here again. Shoot dang. Okay. Was? Oh. Orangene Farbe. Was haben wir jetzt gekriegt? Bugspray. Ist das jetzt die neue Waffe? Wahrscheinlich schon. Haben wir die dann automatisch? Wahrscheinlich schon. Ja, hier kann man auch raus. Gibt's hier irgendwas Schönes? Außer Meer? Das ist schön hier. Ich guck mal eben. Ich frage mich, ob hier irgendwas am Strand ist so. Oder ob das halt einfach alles so... Naja, ob das nicht wirklich dafür gedacht ist, da was zu erkunden. Wahrscheinlich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt dahin. Nicht zu lange hier sitzen bleiben. Schnell wieder zurück zu meinem Zug. Vielleicht liegt ja noch hier draußen was. Sieht nicht so aus. Doch, hier. Ich möchte nicht wissen, an wie viel Schrott ich schon vorbeigerannt bin. Das ist ja so meine Stärke. Gelb! Nee, orange. Orange! Hurra! Die Frage ist, wie kommen wir jetzt in diese Minen rein? Wenn die wirklich von bewaffneten Leuten bewacht ist, ich kann ja nicht alle von den Schienen aus wegballern. Bugspray. Vielleicht brauche ich das aber auch, um da reinzukommen. Das sieht doch gut aus. Oh, warte mal. Nee, hier sind ja Schienen. Da geht's nicht weiter. Vielleicht sind da aber auch Käfer. Vielleicht müssen wir deswegen dieses Bugspray haben. Dieses Ungezieferspray. Oh, da hinten liegt noch Schrott. Ich lasse euch nicht allein. Aha.
Ach, das ist der Schlüssel. Was haben wir denn noch in unserem Inventar? Dietriche. Schrott. Haben wir unbegrenzt Dietriche? Dringender Brief an Herrn Warren. Während wir in dem am weitesten entfernten Tunnel arbeiten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas ist hier seltsam, doch wir wissen nicht was. Wir bitten Herrn Warren, sobald wie möglich das südliche Minengelände zu besuchen, um uns weitere Anweisungen zu erteilen. Eugene, Team Supervisor, du. Also irgendetwas stimmt hier nicht. Lehne dich anschleichen. Lehne links oder rechts? Oh. Krieg ich nochmal Tutorial hier? Jetzt warst du mal weise weg. Wie grün bin ich? Ah, wie genau soll ich mich jetzt anschleichen? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Oha. Da pfeift einer. Ich muss mal eben in die Einstellung reingucken. Karte rein, Wegpunkt setzen. Karte öffnen, verlassen, zurück, Pause, vorwärts, rückwärts, links, rechts, springen, sprinten, nach links lehnen, nach rechts lehnen. Oh, fuck. Entgleist. Ach, Mann. Wenn ich Pech habe, muss ich gleich die Aufnahme stoppen und mir das Tutorial nochmal durchlesen. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal da rein. Ich denke mal, wir müssen irgendwie an dem vorbeischleichen. Wir können ihn nicht bekämpfen. Das ist nicht möglich. Shouldn't be here!
Okay, ich hab das Ei. Ei, ei, ei. Ich hoffe, der rennt mir nicht hinterher. Hurra! Fuck you einfach. Puh, okay. Next stop. Oh, wir können zur Gurkenlady. Wenn wir denn da hinkommen. Ach nee, kommen wir nicht. Wir müssen die große Runde machen. Dann gehen wir hier hin. Eine weitere Mission. Wahrscheinlich kriegen wir dann hier noch ein Ei. Und wir kriegen hier noch ein Ei. Vier Eier. Keine Ahnung. Wir können jetzt unser Zug grün machen. 200 Meter, ich glaube. Ein Stück haben wir noch. Wir kommen gleich zu einem Wendepunkt. Ich mache mal eben Stopp. Es geht nämlich auf links. Wir wollen aber rechts rum. Oh, er kommt. Können wir bis dahin. Wir sind zu Hütten. Oh nein. Hier gibt es eine Option. Jetzt sind wir doch links rumgefahren. Ja, okay. Nehmen wir die. Ist okay. Ist okay. Gibt's hier Schrott? Ein bisschen. Say, you're that monster hunter. I must know. Do you have any experience with ghosts? Oh ja, ich bin ein Experte drin. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last... Okay, 8 Blätter finden. In den vergangenen 7 Tagen haben sich auf dem nahegelegenen Geröllfeld seltsame Dinge ereignet. Vor einer Woche ging ich wie so oft dorthin, um meinen Kopf frei zu bekommen und fand eine merkwürdige Zeichnung, die an einen Laternenpfahl befestigt war. Ich nahm die Seite mit und verbrannte sie, denn nur so vernichtet man übersinnliches Papier, richtig? Am nächsten Abend fand ich 2 weitere Zeichnungen und verbrannte sie ebenfalls. Letzte Nacht fand ich 7 Zeichnungen, die von entsetzlich grässlichen Geräuschen begleitet wurde. Ich habe Angst, dorthin zurückzukehren und vermute, dass der Ort heimgesucht wird. Vielleicht von unseren vermissten Besatzungsmitgliedern, vielleicht auch von etwas anderem. Wo muss ich hin? Da oben! Seiten aus dem Geröllfeld.
Okay. Warum nicht? Sind wir hier richtig? Auf jeden Fall gibt es den Schrott, den wir mitnehmen können. Aber wie sehen die Seiten aus? Sind die gut markiert? Ah. Gruselige Zeichnung. Wie? Seiten gefunden. 0 von 8. Slenderman. Oha. Können wir dabei sterben? Wie soll ich hier in 8 Stück finden? Okay, da oben ist noch eine. Das ist übel. Ich glaube, ich bin hier wieder an diesem Friedhof. Hier bin ich falsch. Da ist noch eine. Verfolgt mich wirklich. Was auch immer das hier ist. Da hinten ist noch eine. Hat er mich rausgeschmissen? Geht jetzt alles wieder von vorne los? Nee, noch 3. Okay. Können wir wieder hoch? Ich verliere auf jeden Fall auch an Energie. 3 Seiten noch, komm schon. Die müssen doch hier irgendwo noch sein. Okay. Oh, das ist schnell, das Viech. 6, 2 Seiten noch. Letzte Seite. Ich dachte hier oben drauf. Obwohl da. Hier. Chaos ist Sarah zurück. Sascha zurück, um deine Mission abzuschließen. Hurra! Okay. Fuck my life. Wir müssen wohin? Dahin.
Wir haben es besiegt. Ein Sturm zieht auf. Thanks for bringing me those papers. Boulderfield Pages. Here are some scraps for your help. Super! Dun dun dun! Alles klar! Hier müssen wir rüber. Wo war... Wow, was war das? Wir sind jetzt ein bisschen... wir müssen jetzt erst da lang. Ich würde eigentlich gerne zur Gurkenlady. Da müssten wir aber da lang. Müssten wir da ganz zurück irgendwie. Oder halt hier oben hin. Entweder zurück oder wir nehmen erst die äußere Kante. Das heißt, wir machen das als nächstes. Da haben wir aber eine lange Reise vor uns. Ich dachte, hier wäre gerade ein Blitz vor uns eingeschlagen. Vielleicht sollten wir ein bisschen auf Speed, in Speed investieren. Das ist auf jeden Fall gut. Und macht da diesen gelben Kisten Ausschau halten vielleicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, stopp, stopp, stopp. Hier geht's wieder links oder rechts rum. Wir wollen rechts rum. Wir wollen nach rechts. Wir wollen nach rechts. Ich glaube, ich war schon zu nah. Ich muss erst ein Stück zurück. Und dann wieder nach vorne. Damit wir rechts rumfahren. Alles klar. Oh, breites Feld. Wenn hier nicht Charles angreifen würde. Da, Kiste. Stopp! Wahrscheinlich immer, greift er immer an, wenn es uns zu gut geht. Wenn wir zu viel Schrott haben oder so. Ah! Ah, so können wir die wechseln. Verstehe, verstehe. So, alles klar. Was ist denn hier? Oder da? Da können wir vielleicht mal anhalten als nächstes. Ja, noch ein bisschen weiter. Na, ich glaube, da kommen wir schon zu dieser optionalen Mission. Hier. Ich bin mal eben. Aber könnte natürlich auch wieder sein, dass Feinde hier unterwegs sind. Ja, da hinten sind nämlich welche. Okay, wir fahren außen rum. Das heißt, Schleichen ist da wahrscheinlich wieder angesagt.
Notizen zum Treffen der Meuterer. Ich habe unseren neuesten Schlachtplan mit allen besprochen und niemand hatte Einwände. Die gesamte Crew weiß, was zu tun ist und wird die Richtung der Gleise zum richtigen Zeitpunkt ändern. Der Archivar muss sich nur darauf konzentrieren, dieses Biest zu verprügeln, Abstand zu halten und Charles Schwachpunkt zu finden. Mein Vater sollte innerhalb von 2 Tagen zurück sein. Dann können wir ihn und die Jäger mit den Schlüsseln und anderen gesammelten Vorräten versorgen. Wir wollten niemals so hart gegen Warren und die anderen Bergleute vorgehen, aber ließ uns keine andere Wahl. Charles muss verschwinden und Warren wird uns nicht im Weg stehen. Eine Verschwörung. Das ist eine vernagelte Tür. Kommt man da irgendwie rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Hier ist keiner. Es ist verlassen, oder? Sehe ich das richtig? Zusammenfassung der Observierung. Tag 3, Standort 4. Ich observiere dieses Gebiet schon tagelang und Charles hat die alte Holzblöcke noch kein einziges Mal überquert. Diese Bestie ist gerissen und weiß, wie gefährlich das ist. Doch vielleicht ist er einmal wütend und verzweifelt genug, dass er während einer Verfolgung einfach darüber fährt und dann bumm. Wir werden Johns Bomben und das Teil in die Luft jagen und Charles fällt mit dem Gesicht voran in die Schlucht. Wenn die Explosion nicht tötet, dann mit Sicherheit der Sturz. Ah! You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Tja, leider, ich muss dir was über deinen Vater erzählen, Junge. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Ah, okay. Kann ich hier durchgucken? Holzbrücke. Aber eigentlich wollte ich gar nicht hier hin. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, okay. Ach, das war die Hauptmission. War es doch die Hauptmission. Da haben wir noch eine Waffenmission. Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Schön, schön, schön. Machen wir das. Ah, dann sind die Hauptmissionen wahrscheinlich die 3 Eier finden und die Falle bauen. Das ist dann die Holzbrücke. Da, wo mein Zug steht. Logischerweise. Ja, okay. Verstanden. Da? Oh. Okay. Andere Seite auch. Noch eine? Habe ich hier am Eingang eine verpasst? Hier, ne? Okay. Fahren wir mal ein Stück. Das haben wir dann wohl geschafft, ne? Wo ging es hier rein? Ups. Boah, ist das manchmal am Ruckeln. Hier ging es rein. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Nice. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Here, okay. Take this. It's the key to the temple. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Alles klar, Bro. Hab ich voll Bock drauf. Wird bestimmt gut laufen. Sehr gut. So. Okay, wo ist mein Zug? Da unten. Steht die kleine Emma. Alles klar. Was? Was? Keine Ahnung. Ich muss diese Mission als nächstes machen. Waffenmission.
Kann nie schaden. Ist direkt nur ein weiter. Ich glaube, der kommt, oder? Ich will unbedingt noch zur Gurkenlady. Oh, das ist ja schön. So, the fabled hunter has finally arrived. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Bob was such a brave man. Much braver than you, I bet. If you take what I have left of the gun and steal back those other parts, you can put it back together to use against Charles. Wow. Just do me one favor, will you? Yeah? If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Alles klar. Bob die Waffe. Okay. Ach, du hättest mir wenigstens noch ein bisschen Schrott geben können, Alte. Hier ist auch nirgends sowas. Da. Also restliche Teile müssen wir uns wo besorgen? Infiltration des Bannenlagers Waffe. Okay. Dann machen wir das als nächstes. 94. Warte mal, wir können auch hier in die Kirche rein, oder was das ist. Können wir da rein? Ja, wir können da rein. Halleluja. An den Pfarrer. Die heutige Predigt war eine wahre Inspiration in diesen schwierigen Zeiten. Sehr gut durchdacht und in jeder Hinsicht ausführlich. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dein Vertrauen und deine unentwegte Weisheit bewundern, während wir unsere verlorenen Brüdern und Schwestern trauern. Okay. Hier gibt es bestimmt Farbe. Warte mal. Juhu! Scraps, alles klar. Liebe Gemeinde, Überblick der Predigt. Gott ist äußerst wütend, denke ich jedenfalls. Ist Charles der Teufel mit 96%iger Sicherheit. Immer hinterlistig. Spinnen gegen Schlangen. Spinnen haben mehr Beine für gewöhnlich. Gott gewinnt immer, hoffentlich. Opfergabe nach freiwilligen Fragen. Nicht viel weinen, nur ein bisschen. Schlussgebet, aufräumen. Damit hätten wir das auch erledigt. Und fahren weiter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ins Waffenlager oder... Fahren wir ins Waffenlager. Hier können wir nochmal abbiegen. Oder machen wir die verrückte Gurkenlady. Da haben wir noch eine Mission. Optionale Mission. Gurkenlady war... Mach ihn fertig, erforderlich. Wir brauchen nur noch Eier. Warte mal. Da ist noch eine optionale. Die erforderliche, die Waffenmission. Wo ist die Gurkenlady? Ach, die war hier unten. Okay, das ist ziemlich in der Mitte. Ich weiß nicht, ob wir das erst machen sollen. Dann kommen wir wieder da oben hin. Müssen wir eine Runde drehen. Ist vielleicht auch ganz gut. Dann machen wir vielleicht doch das. Holen wir uns die Waffe. So, mal gucken. Was können wir denn hier noch machen? Schaden. Panzerung. Okay, sollte erstmal reichen. Oh, wir haben noch eine neue Farbe gekriegt. Schwarz! Hier müssen wir aufpassen. Da sind wir auch gleich schon... Oh, stopp! Wir müssen nach links. Alles klar. Gut, und dann müssen wir hier wieder aufpassen. Das ist das Banditenlager, oder? Da geht's nach links und wir müssen auch nach links. Da rennt aber auch einer rum. Da rennen viele rum. Vielleicht
Vielleicht müssen wir auch abballern. Okay, das war doof. Zurück. Kommt her, ich mache euch alle fertig. Das war zwei. Jetzt wieder vorwärts. Wenn ich einfach hier warte, müssten die doch eigentlich kommen, oder? Gibt's auch Schrott von euch? Verliert ihr irgendwas? Oh nein! Oh nein, 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 nein! Nehmen wir mal die Backkanone. Nein, zurück wollte ich fahren. Oh, da ist noch einer. Yes! Kann ja gut sein, dass wir die jetzt erledigt haben. Oh. Und schon ist Charles wieder da. Feuer! Fighting fire with fire! Oh, wir haben fast eine Runde gedreht. Okay. Schöne Runde. Fahren wir einfach weiter. Jetzt ist er zumindest weg. 17 Schrott nur noch, du. Mal Ausschau halten nach Kisten. Auf jeden Fall müssten wir jetzt ohne Probleme zum Banditenlager kommen, um diese tolle Waffe zu kriegen. Jetzt nicht nochmal wieder welche. Ich weiß nicht, in welchen Abständen Charles so angreift. So, hier können wir jetzt Stopp machen. Hier ist gut. Gehen wir erstmal hier hoch. Das ist nämlich auch noch Schrott.
Sprengstoff. Wo habt ihr die Waffe versteckt? Ah, ein Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel für was? Ich glaube aber, ich habe alle erledigt, oder? Wahrscheinlich da, wo das Feuer leuchtet. Ih, was ist das denn? Eine Maske, eine blutige. Ah, vielleicht sind das die, die ich erledigt habe, hm? Hier ist noch mehr Lager. Ah, das sieht nach Waffenteilen aus. Wie kommen wir denn da rein? Nur hier oben drüber? Oh, da wahrscheinlich. Ah, hier haben wir einen Schlüssel für benutzt. Aha. Yes! Mobcamp-Infiltration. Alles klar. Hier oben drüber. Mission abgeschlossen. Oh, noch ein paar. Wir sind jetzt wieder zu ihr zurück. Wahrscheinlich schon, ne? Erforderliche Mission. Warte, da müssen wir noch hin. Yes! Alles klar. 28 Schrott, wir geben Gas. Ja, wir müssen nochmal eine... Können wir mal auf Geschwindigkeit gehen. Dann haben wir gleich alles max gepimpt. Viel kann da eigentlich nicht mehr fehlen. Müssen jetzt leider einmal nochmal eine komplette Runde machen. Ich glaube, es ist auch unsicher, wenn wir jetzt alles zu Fuß gehen würden. Huch. Ich glaube, der Zug bleibt schwarz. Das lassen wir so. Jetzt haben wir eine Brücke. Und dann müssten wir gleich da sein. Aber es war nicht diese Waffenlady, oder? Ich meine, die Waffenlady, die saß da in diesem Haus. In dem da. Wir können ja mal eben noch mal gucken, ob wir mit der noch was sagen können. Hey, ich habe Bob gefunden. Nein, ist ja egal. Okay. Aua! Oh, die hat Stacheldrahtzaun. Wie fies ist das denn? Da ist das. Da ist das. Oh, stopp, stopp, stopp. Stop it! Hey. Archivist, in all your radiant glory. Der Echte. You all entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something. Was denn? There's an ancient shrine on the island. Pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Okay. Neue Markierung.
Wo ist mein Zug? Hier gibt's noch was. Wo ist mein Zug? Wo ist mein Zug? Hallo? Ach, da hinten. Aha. Die Eierhöhle. Dann müssen wir da wohl hin, ne? Dann hier auf rechts. Auf rechts, okay. Fahren wir erstmal vorwärts. War sonst noch was hier? Ne, im Prinzip müssen wir hier links und da müssen wir dann gleich abbiegen. Und das ist dann gut, weil dann können wir hierher. Dann fahren wir besser wieder zurück, ne? Das ist quasi die finale Mission dann. Hier haben wir noch eine optionale. Und die Gurkenlady natürlich. So, da gehen wir her. Dann müssen wir da gleich nochmal das Gleis umstellen. Die Weiche, das ist das, was ich gesucht habe. Okay, ist die Weiche, wenn wir hier ziehen, dann müssen wir eigentlich vor der Weiche halten. Oh, wenn wir Glück haben. Okay. Das hat geklappt. Dann wollen wir da lang. Hier, ah, ne, hier gibt es auch nochmal eine Weiche. Da fahren wir dann links. Oder rechts. Oder halten wir hier nochmal kurz an. Und machen die optionale Mission. Ah, jetzt kommen wir doch noch ein bisschen hoch. Wenn es denn geht, kommen wir hier hoch. Ja, komm mal. Ist natürlich jetzt gefährlich, so weit raus. Oh, was war da? War da was? Nee. Aber hoffen wir einfach mal, dass Charles nicht kommt. Ansonsten wachen wir ja wieder in unserem Zug auf. Mich jetzt verarschen. Oh, wie kommen wir denn hier runter, ohne uns das Genick zu brechen? Ah, so. Ach, da oben. Hi. Aren't you the new guy who's come here to work for us? Yeah, der Neue. You must be. There's something at the top of these towers that I need. And don't worry, I won't make you work for free. I'm a nice enough guy to pay you. You see, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation here. He never even reported the cave-in. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. To top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork. But that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this. But I doubt it would make sense to you. Problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. I bet you'd love to have it. Das klingt ja nach einem richtig guten Deal. Okay, wir sollen irgendwie auf die Türme und sollen Akten suchen. Aber die Türme brechen auseinander. Da müssen wir aufpassen. Suchen wir einfach mal alles ab. Ich gucke trotzdem mal auf der Map, ob hier irgendwas markiert ist, aber ich glaube... Oh doch, warte mal. Ja, wir sind schon hier.
Kommen wir irgendwie auf den anderen Turm? Okay. Hier sieht es dann eher... Wenn wir jetzt hier drin sind, kann er uns ja nichts antun, oder? Soweit die Theorie. Okay, wie kommen wir auf den anderen Turm? Können wir dann rüberspringen? Ich befürchte, wir müssen da rüberspringen. Ja, ob das klappt? Tatsächlich. Wahrscheinlich ganz oben, oder? Runter geht's auch nochmal. Ganz oben geht nicht. Ist zu. Oh, Farbe. Wie kommen wir denn wieder hier raus? Wie kommen wir denn da hoch? Dann außenrum vielleicht? Aua. Aber hier gibt es Schrott. Okay, wo kommt. Okay. Die Türme haben wir abgesucht. Gibt es hier noch mehr? Da oben gibt es auf jeden Fall noch Schrott. Hä? Ich habe doch Schrott gesehen hier, oder? Bin ich doof? Bin ich doof? Es muss irgendwo in den Türmen sein. Wahrscheinlich ganz oben. Vielleicht kommen wir durch den Sprung von dem oberen Felsen dahin. Ah, vielen Dank. Das wird nicht besser. Wahrscheinlich da ganz oben. Also hier geht's hoch. Okay, hier geht's nicht weiter hoch. Kann man über diese Seile gehen? Nee. Kann man nicht. Ach, Schrott. Auf jeden Fall hier rüber. So, jetzt von hier müssen wir irgendwie da hoch. Ach, das ist doch nicht wahr. Da können wir nicht hoch. Kann man uns irgendwie was... Das ist mal eine trickige Nebenmission. Also nochmal Anlauf. Rüber. Also so kommen wir hier rüber. Hoch können wir nicht. Weil er ist zu. Hier können wir irgendwie... Ah, hier. Nein! Oh, ist das Springen scheiße. Ist das Kacke. Sehr ungenau. So, somit sind wir einen höher. Wir müssen irgendwie da hoch. Da geht's rüber. Oder hier geht's noch weiter. Na, ob wir das schaffen? Vielleicht mit ein bisschen Anlauf von hier.
Ah, doch, geht. Oh, geht ein bisschen auf die Knöchel, aber geht. Diese Operation ins Rollen zu bringen, war wesentlich komplizierter als erwartet. Nicht nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auch auf die Baulogistik und die Vorratslieferungen an die primären Minenstandorte. Wir müssen schnell auf Gold stoßen, wenn wir nicht bankrott gehen wollen. Gold. Okay. Er fährt schon wieder irgendwo rum. Darüber. Und dann geht's hier hoch. Da ist er! Mein Gott, ey. Okay, da geht's nicht weiter, aber hier geht's hoch. Aha. Da haben wir die Akten. Sehr gut. Jetzt nur noch vorsichtig irgendwie runterkommen hier. Na, ob das jetzt so vorsichtig war, weiß ich auch nicht. Egal, wir haben die Akten. Können die Mission abschließen, können weiterfahren. You look like a monkey climbing those towers. Cloud Climber. I sure am glad I found these files. Ja, du hast diese Akten Here's gefunden, that genau. Scrap you were begging for. Gebettelt. Don't spend it all in one place. Fuck you, Alter. Okay, wir können zurück. Jetzt muss ich mir aber echt mal die Nase putzen hier. Moment. So, alles wieder gut. Wir versuchen mal zu unserem Zug zurückzuflitzen. Oh. Und hoffen einfach, dass Charles uns jetzt nicht erwischt. Sonst sieht's echt schlecht aus. Da ist er nämlich. Also unser Zug. Aber wir haben ja auch die dicke Wumme, ne? Also theoretisch könnte es gut laufen. Und das zweite Ei müssen wir uns holen. Eigentlich ja sogar alle drei. Und noch zur Gurkenlady. So, mein Freund. Weiter geht's. Oh, nee, stopp. Auf dem Map wollte ich. Genau. Nein, hier müssen wir lang. Oh, ist richtig, oder? Da müssen wir lang. Das ist der Weg, oder? Das ist der Weg, alles klar. Ja, da müssen wir lang. War das nicht die Mine, wo wir schon mal was geholt haben? Das ist eine andere Mine. Ist die Mine daneben? Sehe ich das richtig? What the f... Okay. Schrott. Nicht ins Feuer rennen. Hier? Nein, da war nichts. Da habe ich mir auch das beste Wetter ausgesucht, um hier meine Mission zu erfüllen. Hey!
You wish you never came here. Wo ist das scheiß Ei? Wo ist das scheiß Ei? Ich spring jetzt einfach durch. Ja. Ciao. Oh fuck, ey. Toll, ey. Da ist das Ei. Eine Kiste. Ah? Keine andere Chance. Wir müssen die Kiste leider auslassen. Oh nein, Schatz kommt. So fast. Bin ich so weit hier durch die Dinger gerannt? Get this guy. Der Zug muss ganz in der Nähe sein. Aua. Da war der Eingang. Aua. Da unten ist er. Oder? Wo ist mein Zug? Da ist er. Nicht so weg hier erstmal. Geschwindigkeit, Panzerung. Boah, haben wir nicht. Okay. Wo sind wir? Da sind wir. Wo müssen wir hin? Ah, alles erledigt hier. Das ist das. Hier ganz oben haben wir noch was. Ah, das letzte Ei. Hier ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Gurkenlady als nächstes. So, das heißt, wir müssen wo lang? Hier ist das erste Gleis, da müssen wir links rum. Da kommen wir wieder durch den Bahnhof und dann dahin. Okay. Haben wir vielleicht ein bisschen Ruhe? Ein bisschen mehr Schrott könnte ich gebrauchen. Okay, da ist die Kirche. Ja, jetzt ist ein bisschen Gefahr hier. Besser Gefahr als Gefahr, nicht wahr? Quick! So, also da müssen wir gleich nach rechts. Da sehe ich auch schon die Weichen.
glaube, ein Zug-Horrorspiel haben wir auch noch nie. Gut, nächster Point wäre... Hier ist der Bahnhof, dann müssen wir hier hin. Vielleicht können wir dich dann doch ein bisschen... Doch nicht schneller machen. Müssen wir noch mehr Schrott sammeln. Ich glaube, eine Waffenmission haben wir noch, ne? Oder war das eine Hauptmission? Ne, Hauptmission war das. Da ist der Bahnhof. Ah, von der Gurkenlady kriegen wir natürlich noch Schrott. Das ist natürlich klar. Aber zwei Waffen können wir noch finden. Ne, eine ist drauf. Eine Waffe können wir... Eine Waffenmission muss es noch geben. Eine weitere. Da ist noch eine... Waffenmission. Guck. Siehste? Aber erstmal machen wir die Lady. Und hier unten ist nämlich nichts mehr. Dann können wir uns nur noch auf den oberen Teil konzentrieren. Mehr als da. Das gibt es da nicht mehr. Okay. War da was? Nee. Ah, die Weichen. Ja, und da kann man rein. Rechts rum. Wir müssen aber links rum. Und Vollgas. So, und zwar genau bis hierhin. Haben wir dieses Sumpfgebiet schon? Ach ja, hier war dieser Fisch, ne? Stimmt schon. Na, eher hier. Da ist der Weg. 100 Meter. Mal gucken, ob wir es auf den Punkt schaffen. Ah, nicht ganz. So, da oben war die Gurkenlady und ihr geheimer Gurkenvorrat war ein bisschen weiter hinten. Ich weiß gar nicht, irgendwo hier oben. Nimm den Schrott mit, sagte er. Ich weiß gar nicht, ob der einfach wieder respawnt, der Schrott. Jetzt müssten wir eigentlich gleich ankommen. Wo war das denn? Hier war die Höhle, glaube ich. Okay, Konzentration. Ach, verdammt. Ich sagte Konzentration. Ach, das gibt's doch nicht. Thank you.
Na endlich. Ja, den oberen Weg. Zu gucken, dass wir hier keinen Schrott vergessen haben. Aber ich glaube, hier war nichts mehr. So. Sie freut sich schon. Hier bin ich! My Pickles! The Pickle Mission. I thank you so very much for bringing me my pickles. You are my pickle hero. Pickle hero. Here are some scraps as a reward for your valiant pickle questing. Ach, gut. Sehr schön. Ab zum Zug und weiter geht's. Eine Waffenmission, eine Eiermission und dann das große Finale. Hoffentlich. Da haben wir noch eine Nebenquest hier. Da kam Charles nämlich gerade, als ich hier zugange war. Ich weiß nicht, ob wir hier auf rechts... Ah, stopp! Ja, wir sind schon auf rechts. Alles klar. Alles gut. Oh, stopp. Zu weit. Stopp. Ich hau ab. Der kann mich mal. Kein Bock auf Charles jetzt. Hier runter kommt er, glaube ich, nicht. Hä? Ich dachte... Oh, doch. Dachte... Ich habe es doch so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da was ist. Aber man sieht auch nicht immer alles. Ich zumindest nicht. Ich weiß, ihr seht immer alles. Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Oh, Äxte. Nee, Pickaxt. Ich bitte immer noch, dass jemand aus der ersten Evakuierungsgruppe ein Boot zurückschickt. Doch die anderen denken wahrscheinlich, dass George Versorgungsbooten an Menschen evakuiert. Sie sind sicher am Festland angekommen, fühlen sich jedoch nicht verpflichtet, alle anderen zu retten. Niemand erwartet, dass Charles das Boot sinken könnte, aber trotzdem, bei dem Gedanken, dass ich den Ort schon längst hätte verlassen können, wird mir übel. Hm. Karte der Insel. Meins. Oh. Captain. Oh, Captain, my Captain. Ich rede gleich mit dir. Jetzt sag nicht, du willst ein Boot haben. Das kann ich ja nicht irgendwo herkriegen. Mal gucken. My goodness. The others actually convinced someone to come help us. Yeah. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. I've brought all my belongings here so I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me? Yes. It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. I'll give you all the scrap metal. Ja, okay. Wo wohnst du denn? Da. Oh, dann fahre ich aber erst hierher und dann halte ich einfach hier an und laufe den Rest. Okay. Haben wir einen Deal? Weil sonst wird mir das echt zu weit hier. Und so viel Schrott habe ich halt auch nicht mehr, dass wir jetzt nochmal Charles bekämpfen könnten. Das wird zu gefährlich, glaube ich.
hier schon geguckt? Scheinbar nicht richtig, wa? Ich hänge. Da ist auch noch was. Das Entladen aller Vorräte hat die Augen geöffnet. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus hier am Hafen und haben die Aufgabe, das Boot zu entladen, die Vorräte den Hügel hinauf zu den Gleisen zu transportieren, wo Theodore und Ellie sie an verschiedenen Orten liefern, an denen wir Bergbau betreiben werden. Die schieren Kosten der gesamten Infrastruktur sind überwältigend. Bei all dem Erfolg mit diesem Unternehmen bin ich überrascht, dass Warren solch ein Risiko eingeht. So, wo wollen wir hin? Hier auf jeden Fall rechts rum. So, 400 Meter. Bis zur Waffenmission, zur Hauptmission und eine Nebenquest. Da ist auch noch ein schönes Haus oder so. Und da ist auch noch ein Haus. Ah, hier gibt es noch einiges zu tun, glaube ich. Da müssen wir bestimmt noch hin. Hier sind überall Wege und so. Hallo! Das sieht ja gut aus. Ich gucke erstmal, was du oben auf deinem Dach versteckt hast. Ein Barif. Ich frage mich, ob Warren uns und unsere Familie in diesem Drecksloch gelockt hat, damit wir uns für immer hier bleiben oder um Informationen über seine Geschäftspraktiken vom Festland fernzuhalten. Wie auch immer, ich will den Hals dieses Mannes in einer Schlinge sehen. Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe für den Monsterjäger zu entwerfen, den Eugene schickt. Und da du weißt, wie gut ich mich mit Sprengstoff auskenne, kannst du davon ausgehen, dass ich den zerstörerischsten Raketenwerfer überhaupt gebaut habe. Warren, du hast keine Chance. Ein Raketenwerfer. Oh. Was muss ich dafür tun? Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Nice. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Nice. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Sicherheitsfunktionen entfernen. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Okay. Na klar doch. Da haben wir noch eine Mission. Da müssen wir die ganze Mission machen. Ich glaube, dann mache ich erstmal hier rechts die Hauptmission. Und die Nebenquest. Da oben steht da. Der Peter. Und winkt. Wovon lebt eigentlich Peter? Peter, du hast nichts an. Ich muss diese Vermutung schnell aufschreiben, bevor Warren herausfindet, dass ich seiner schmutzigen Verschwörung auf die Schliche gekommen bin. Meine Theorie ist, dass Herr Warren Kriegslord der Dritte versucht, mehr dieser achtbeinigen Kreaturen auszubrüten. Eine ganze Armee für wer weiß was. Sie fanden ein ganzes Nest mit diesen Eiern, als sie die Trümmer aus dem Einsturz beseitigten. Wir wissen auch, dass sie so hart wie Diamanten sind, absolut unzerstörbar. Die Bergleute verbrachten Monate damit, mit Hilfe des Tempelprismas die Energie aus allen Eiern zu saugen. Doch bevor sie die letzten drei zerstören konnten, durchkreuzte der gute alte Warren ihren Plan. Warren muss erkannt haben, wie mächtig diese Dinger sind, und anstatt uns vor ihnen zu beschützen, will er damit die Weltherrschaft übernehmen. Ich bin dir auf der Spur, Warren. Greg, außergewöhnliches Genie.
Ja, Greg, du bist da was ganz Großem auf der Spur. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Name's Greg, by the way. Greg. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. We're unsure why he would protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them to bait Charles so we can destroy him. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Alles klar. Eine weitere Mine. Oh, soweit. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal dahin. Wir wollen das hier alles so effizient wie möglich ablatschen und abfahren, nicht wahr? Oh, ein Leuchtturm. Ich liebe Leuchttürme. Gehen wir mal den Weg, dann liegt da bestimmt auch Schrot. Siehst du? Hier oben auch. Oh ja. Vögel fliegen durch die Luft. Das ist ja schön. Ich geh jetzt aber auch noch irgendwo lang. Aber da schickt er uns bestimmt auch noch hin. Okay. Aha. Da müssen wir. Was müssen wir da machen? Irgendwas mit Strom wahrscheinlich. Das ist schön hier. Da unten ist auch noch Schrott. Oh, ich höre eine Höhle. Wir sollten hier nicht ins Wasser fallen. Das wäre gefährlich, glaube ich. Da unten ist auch noch ein Pier oder so. Naja, gucken wir erstmal, was der oder die hier will. Vielleicht müssen wir eh dahin. Küstenwache, Tag 68. Bitte bring Paul eine Kopie. Ich ging nach draußen, um den Leuchtturm routinemäßig zu überprüfen. Als ich um die Ecke ging, sah ich diese Bestie, Charles. Er entdeckte mich und stürmte direkt den Hügel hinauf, in meine Richtung. Dieser Spinnenzug ist ein abscheuliches Monster. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Brown will, dass wir auf Aranaerum bleiben. Achso, so heißt die Insel. Anstatt von der Bestie zu flüchten. Brown ist verrückt, wenn er denkt, er könnte mit dieser Situation allein fertig werden. Jedenfalls überfuhr mich Charles und trampelt auf meinem Bein herum. Ich kann an dem bevorstehenden Treffen nicht teilnehmen und habe Greg gebeten, eine Kopie deiner Notizen vorbeizubringen. Claire. Oh, herrje. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Alles klar, es ging doch gut. So, wahrscheinlich müssen wir hier runter. Dahin. Aber hier war auch noch was. Hier oben irgendwo. Da ist nämlich auch noch eine Hütte. Da müssen wir noch hin. Aber gehen wir erstmal... Nein, stopp. Gehen wir erstmal hier hin. Da runter. Das ist der kürzeste Weg. Warte mal. Ach, da ist die Hütte. Ja, ich sehe schon. Oh. Eins, zwei, drei, vier. War es das? Hier liegt bestimmt auch noch was, ne? Okay, die Sicherungsmission. Die darf einfach nicht fehlen in Horrorspielen. Das ist, das darf einfach nicht sein. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir dann ja auch gleich mal in diese Hütte gehen, oder ist das zu weit weg? 200 Meter, ach komm. Why not?
Charles wird schon hier nicht am Rand der Insel rumrennen, oder? Oh, was ist denn hier? Nichts. Ja, ist wirklich so eine verlassene Hütte oder so. Im dunklen, dunklen Wald. Was ist denn hier? Auf jeden Fall Schrott. Sieh mal eine an. Lohnt sich ja doch, mal vorbeizuschauen. Okay, wie komme ich hier runter? Hier. Alles klar. Gehen wir mal noch diesen Weg entlang. Ist ja auch immer Schrott. Mal gucken, wo wir langkommen. Ah, hier ist auch noch ein Lager. Es hört nicht auf. Okay, aber ich muss eigentlich, ich bin hier ganz falsch, ich muss eigentlich wieder hier hin. Nur noch mal eben den Weg nach Schrott absuchen. Okay. Jetzt nehmen wir den direkten Weg. Keine Ahnung, ob das was das bringt. Ist ja kein Counter-Strike, ne? Oh no. Oh no. Bleib bloß weg von mir. Vielleicht können wir in den Leuchtturm flüchten. Increase our chances of being spotted. Light in the dark. Light in the dark. Jo, mehr Schrott. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann brauchen wir jetzt noch... Das ist der bombensichere Bunker. Das ist das Tagebuch. Und das ist die Nordmine. Wollen wir zuerst die Bombenbunker. Ich befürchte, steht hier, wie viel Schrott wir haben? 99? 99 Schrott. Oh ja, wir könnten aufrüsten. Warum nicht? War ich hier schon oben? Ja, hier war der Verrückte im Turm, ne? Da war der Waffenmensch. Okay. So, Max, Max. Das sieht doch gut aus, oder?
aber auch ein bisschen gefährlich. Okay. Ich habe mir eine Bombe besorgt. Ah, da sind sie. Da muss ich irgendwie rein. Wahrscheinlich muss ich den Eingang freisprengen. Okay. Alles klar. Das ist ja cool. Die Raketen. Alles klar. Haben wir das schon mal erledigt? Version 1 fehlerhaft. Version 2 fehlerhaft. Version 3 13 Sekunden Flug. Version 4 Erfolg. Der Mark 4 Raketenwerfer für meinen Megazug, um Charles zu besiegen. So, als nächstes sollten wir hier mal hin. John Smiths Mission. Und dann da oben. Und dann drehen wir einfach eine große Runde und machen das Finale. Ich denke, das sollte gehen. Huch, nein, bleib im Zug. Gesundheit ist noch gut. 28 Schrott. Ah, ich warte erstmal lieber. Da müssen wir hin. Da gibt es dann die Gleise. Und da müssen wir das letzte Ei holen. Okay. Nicht gut. Ich renne jetzt einfach mal zu dem Haus. Ah, der ist gefährlich nah dran. Der rennt natürlich ausgerechnet bei dem scheiß Haus rum. Wo ich jetzt das Tagebuch suchen will. Glück und ist schon hier drin. Ah ja. Genau. Was ist denn da? Was ist das? Ein Opferstein. Sonst noch so in der Nähe ist. Oh, da ist auch noch eine Hütte. Ich glaube, das war. Ach, das war die Gurkenlady hier, oder? Egal. Oh oh. Da ist er. Shit. Oh, fuck. Hast du keine Chance, wenn man einmal unterwegs ist. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, hat man einfach keine Chance. Ich wusste, dass er da rumrennt. Aber wir haben das Tagebuch. Das ist das Wichtigste. Wir können die Eiermission machen. Was? Stopp! Wieso habe ich nicht das Tagebuch? Na
Natürlich habe ich das Tagebuch. Eigentlich habe ich das Tagebuch. Ich dachte, es speichert immer. Ich wollte hier rein. Zwei Eier? Wir haben doch das Tagebuch. Ich hab das scheiß Tagebuch. Ne? Ach, scheiße. Nochmal nachgucken. Feuerwerkskörper. Tagebuch. Tempelschlüssel. So. Wir wollen jetzt aber weiter. Oh, hier müssen wir erstmal gucken. Müssen wir rechts rumfahren. Ja, wir fahren rechts rum. Alles klar. Gut. Dann will ich nämlich hier hin. Rennen da Leute rum. Sieht nicht so aus. Okay. Die Mission haben wir begonnen. Die Mission. Dann können wir nämlich einmal rum, können das Tagebuch abliefern. Ich glaube, es ist hier. Das ist ein Fehler. So. Bam! Tempo Level 10. Wir haben alles maximiert. Wir sollten hier halten. Das ist ein guter Punkt. 144 Meter. So, mal gucken. So, bei jetzt vielleicht. Ja, besser geht's doch nicht. Warte mal, war ich nicht schon mal hier? Das kommt mir so bekannt vor, aber es kann doch einfach alles gleich aussehen. Ja, hier rennen nämlich auch schon welche rum. Ist aber nur einer. Müssen wir da links? Zugbrücke. Ah, da können wir vielleicht zurück. Okay. Hier ist rote Farbe an der Tür. Der ist links. Blaue Farbe.
shouldn't be here! No one can hear you screaming out here! Jetzt nix wie raus! I wish you never came here! We got company! You better run! Wir haben das dritte Ei. Hurra! Jetzt nichts mehr weg hier. Fuck you einfach. So. Alles klar. Das heißt, wir drehen jetzt einmal die große Runde, beziehungsweise wir können hier... Nee, können wir nicht hier rechts rum, dann geht's wieder da, wir können einfach weiterfahren. Und wir müssen als nächstes zu ihm hier das Tagebuch abliefern, dann hier die Waffe und dann gehen wir hier hin. Da können wir daher. Mhm. Sollte funktionieren. Brauchen wir zumindest keinen Schrott mehr zum Aufrüsten. Ich glaube, wir sind hier auch schon korrekt mit den Abweichungen. Ja, es ist schon eine große Runde, die wir machen müssen. Aber wir können hier abweichen, können dann links rumfahren. Das sollte funktionieren. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob wir hier oder hier fahren. Da lag noch Schrott. Ist egal. Ich will jetzt Richtung Ende fahren. Da ist wieder der Bahnhof. Was wird das denn? Bäumchen. Oh. Aber was für eins. Ich weiß gar nicht, ob Charles kommt, wenn wir in diesem Modus sind. So, hier müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da den linken Weg nehmen. Hier den rechten. Meter. Da ist eine Kiste. Da sage ich nicht nein, natürlich. Noch blaue Farbe, ne? Ah, sehr schön. So, wir mussten links rum, glaube ich. Ja, da ist auch noch einer. Ist auch noch einer. Ja, Schrott zu haben, sicherlich nicht schlecht. Falls wir nochmal angegriffen werden. Wir sind zwar aufgerüstet, aber wenn wir angegriffen werden, sieht es nicht so gut aus. So, okay. Linksrum. Linksrum, alles klar. So lobe ich mir das. Gut, nächster Stopp dann hier. Rechtsrum. Ich glaube, da sind wir auch rechtsrum. Fahren wir auch rechtsrum. Ha. Puh. Gut. Zeit, was zu trinken. Aus meiner pinken Flasche. So. Genau. Da kriegen wir Raketenwerfer. Da müssen wir das Tagebuch abliefern.
kann jetzt eigentlich nicht mehr weit sein. Vielleicht, wo ist der Weg? Der Weg ist hier so. Obwohl das hier wäre der kürzeste Weg. Ja, kurz hier lang, ne? Das passt schon. So, mein Freund. Hier ist das Tagebuch. Thank you so much for bringing my journal. Journal returnal. I would hope, for your own good, that you didn't peek inside. Nein. But, here are those scraps I promised. Hätte man reingucken können? Er war schon neugierig gewesen. Ich meine, er hat ja so einen Opfertisch da liegen. Wer weiß, was der gemacht hat. Wer weiß, wer weiß. Oh, ja. Bin hier wieder am Korrigieren, oder? So. Das heißt, nun die Waffe und dann in den Tempel. Nur noch die Waffe. Achso, hier müssen wir gucken, dass wir rechts rumfahren. Aber ich glaube... Ja, rechts rum ist gut. Und dann brauchen wir dich noch. Bombensicherer Bunker, Waffe haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Da war der Bunker, oder? Da oben? Mal gucken, ob wir eine Punktlandung hinkriegen. Und stopp. Ah, das wäre nicht so. Ja, reicht. The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Bunker break in. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Alles klar, besuchen wir ein paar Leute. So, Raketenwerfer. Schaden, Reichweite. Okay, nice. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt... Ich glaube, jetzt haben wir alles erledigt auf der Karte. Ich gehe nochmal gucken, aber ich meine, wir sind komplett durch und haben jetzt nur noch das hier. Und der kürzeste Weg ist, führt an dieser... an diesem Gleis vorbei. Gut, wir sind auf alles Max. Sehr gut. Wir haben die dickste Wumme, auch sehr gut. Da müssen wir auch gucken, dass das Gleis, nein, wer ist das? Die Weiche richtig gestellt ist. Und dann geht's los, die Eier abgeben. Mal im Inventar gucken. 3 Eier, okay, noch so ein Schlüssel zum Tempel, alles klar. 60 Schrott, auch gut. So, hier geht's weiter. Bis dahin müssen wir. Na, spannend, ob Charles nochmal kommt. Der kommt bestimmt nochmal. Würde mich wundern, wenn nicht. So, wo lang geht's da? Links rum? Bitte sag links rum. Es geht natürlich rechts rum. Hier müssen wir ein Stück zurückfahren jetzt. Alles klar. Auf zum Tempel.
wofür Charles mit Hilfe der Eier und Sätze seiner Schreckensherrschaft ein Ende zu. Okay. Halt mal besser hier so an, würde ich sagen. Da ist auch noch ein Häuschen. Oh. Stopp. Gelbe Kiste. Ja, nicht so viel drin. Und Punktlandung. Keine Ahnung, ob wir die rauslocken können. Zumindest nicht wissen, welches Ei in welches Loch gehört. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Oha? No! No! You fool! You've doomed us all! Okay. Cry! Cry! I don't want to die! Oh, sehr gut, dass unser Zug da steht. Da. Dich machen wir fertig. Wiederholen, okay? Also wir müssen mehr auf unseren Zug achten. Thank you.
kann sich eigentlich teleportieren. Immer kurz vorm Ende. Ich verstehe das nicht. Irgendwie immer dasselbe. Immer an derselben Stelle. Man muss ein bisschen die Waffen wechseln.
Okay. Ah, die Brücke. Oh, war das schwer. Choo-Choo Charles, ein Spiel von Gavin Eisenherz. The End. Oh. Tja, Gavin. Gavin hat alles gemacht. Das war jetzt aber ein plötzliches Ende. Ja, war auf jeden Fall ein nettes kleines Spiel. Es hat sehr Spaß gemacht. Hatte so seinen ganz, ganz gewissen kleinen Humor. War halt mal was anderes mit dieser Eisenbahn. Bin sehr gespannt, was der Entwickler oder das Studio Two Star Games noch so bringen wird in Zukunft. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich weiß nicht, warum es hier am Ende leider so ein bisschen geruckelt hat beim Kampf. Das war ein bisschen schade. Aber es ist halt auch nur ein Indie-Spiel. Okay, was gibt's jetzt noch? Ein weiteres Ei. Es ist noch nicht vorbei. Ein neuer Charles schlüpft. Ganz viele Eier. Okay, ich dachte, da kommt jetzt ein kleiner Charles raus. Oder ganz, ganz viele. Okay, ja. Das war Choo Choo Charles. Als nächstes werde ich wahrscheinlich The Callisto Protocol weiter aufnehmen. Das habe ich ja schon angefangen, aber es sind jetzt auch schon wieder Wochen vergangen. Deswegen gibt es jetzt erstmal Choo Choo, oder gab es jetzt erstmal Choo Choo Charles für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao.